Ah ja. Schau mal, gibt's hier irgendwas? Nee, nur UV-Lampe. Hier runter. Oh. Ja, ich muss hier rein. Warte mal. Das Quest hier von Anfang an, den muss ich doch machen können. Zwischen Erdschwerter Höhe nach Theodor. Will baut mit der Vorzeit seiner Schwester, dem bedrohlichen Theodor zu retten. Will hat den Mann einer Dark Zone eingesperrt. Will hat den Rücken zur Wand, da war seine Schwester, die wütend auf ihn war und ihm eröffnete, dass sie von Theodor schwanger war. Okay. Kann ich irgendwie hier meine, wenn ich jetzt hier auf Fertigkeiten gehe, sieht man hier meine Immunität. Durch Immunität können sie länger in der Dunkelheit bleiben. Die Immunität erhöht sich automatisch wegen Stufenaufstieg der Ausdauer der Gesundheit. Okay. Kann ich am Immunität künstlich erhöhen? Regeneriert einen wesentlichen Teil ihrer Immunität. Aufputschmittel. Ist doch geil. Hilft dabei, Infektion zu lindern. Auch Immunität wiederherstellt. 35%, 35 Sekunden. Und die Pilze kriege ich viel mehr. Das heißt, Heilung. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf die Pilze. Baller mir so einen Pilz rein. Scheiß auf den Ding. Muss ich einfach suchen. Oh mein Gott, ich bin im Gebiet. Alter, fick dich. Ist es hier oder? Wo ist hier oder? Ist blau. Blau ist geil. Komm, das gönnen wir uns auch gleich noch. Zack. Wo ist hier, oder? Da geht's raus. Da geht's raus. Hier ist UV. Hier ist UV. Alles easy. Warum ist hier UV? Nein, aber hier ist wieder oben. Ich muss hier runter. Ich bin hier durchgegangen. Das heißt, ich muss... Jen. Ach, Theodor. Okay, mein UV jetzt hier durch. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, 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 shit. Zurück, 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 zurück. Okay, ich geh andersrum. Behälter. Wo geht's hier weiter? Geht durch die Tür? Nee. Da geht's weiter. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal wieder kurz zum UV-Licht zurück. Resette. Zack. Aufladen. Meine Waffe ist also so semi-gut. Zack. Jetzt geht's hier durch. Gehen wir hier rüber. Zigaretten gibt's hier noch. Rais. Jetzt nicht weiter, fuck it. Fuck, hier geht's nicht weiter. Hier ist noch eine Kiste. Ich höre ihn. Eben gerufen. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ups, geh Schuhe. Die Tür ist es.
zur Hölle bist du? Ein Schritt näher das und ist ich leg er, oder? Dich um. Will und Monika schicken mich. Scheiße, Will. Ist hier, oder? Er sollte schon mal loslaufen. Wenn ich hier rauskomme, ist er dran. Warte, beruhig dich. Ich reiß ihm die Gedärme raus und bind ihm die Krawatte draus. Ah, oh, ehrlich gesagt, Monika ist schwanger. Genau, erzähl es ihm auch noch. Warte, was? Mit deinem Kind. Warte, willst du etwa sagen, dass ich... Ich werde... Nein, lass ihn nicht selber Vater. Sagen. Ach du heilige Scheiße! Das ist fantastisch! Ein verdammtes Wunder! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Er hat sofort gesagt. Hätte ich ja, aber du warst vorher noch ein bisschen aufgewühlt. Was, wenn es mehr als eines ist? Vielleicht sind es ja Zwillinge. Oder Drillinge. Alter, übertreib mich. Wie heißt du? Wenn es ein Junge ist, will ich ihn nach dir nennen. Ich heiße Peniskopf. Nenne sie oder Junior. Ich will gar nicht, dass er wie ich heißt. Benenn ihn nicht nach einem Fremden. Nenn ihn Theodore Junior. Natürlich. Die Familientradition weiterführen. Und jetzt raus hier. Monika wartet auf dich. Und Will hat eine Entschuldigung für dich parat. Nee, keine Entschuldigung nötig. Er hat nur rumgealbert. Wie Jungs das so machen. Nichts passiert, kein Problem. Du wirst ihm nichts tun? Okay. Machst du Witze? Den Onkel meines Kindes verletzen? Warum sollte ich sowas tun? Ich sollte Monika besser einen Antrag machen. Wenn wir nicht heiraten, fangen die Leute an zu reden. Die Leute können so gemein sein, weißt du? Okay. Oh, der ist bei weitem einsichtiger, als mir anfänglich zugetragen wurde, aber easy. Address personal only, da ist so ein Spritzending drin. Da will ich eigentlich rein, der Hemmstoff. Hey, easy. Gibt's hier noch Loot? Loot? Looty Loot? Teile? Cool, ja, da gehen wir noch rein, ne? Ich soll die Teile mitnehmen, jetzt ab zu dem Ding hier. Easy Snack. Da ist Hemmstoff drin! Jogginghose. Oh, nee, das ist eine Kämpfer-Jogginghose. Das ist auch noch das Aufputschmittel. Hemmstoff! Aber dafür kann ich es halt nicht weiter öffnen. Das ist ein Set hier. Das ist hier. Nee. Einfach raus, alles easy. Einfach raus. Einfach raus. Da. So. Okay. Tagebuch Ultimate für Cricket haben wir durch. Haben wir probiert, bin ich einfach zu schlecht für. Einzige Aussage ist Story Quest, das heißt, wir sind jetzt hier oben. Die Quest müssen wir auch nicht abschließen oder so, die ist einfach durch. Das ist geil. Das heißt, wir chillen jetzt. Wo gehen wir hin? Wir haben hier noch so eine Nachtquest und hier drüben. Ich würde erst die hier machen. Dann können wir über den Unterschlupf gehen und machen einmal kurz Tag. Dann ist alles easy und dann gehen wir dann zu den Quest und dann machen wir die Nacht und dann ist alles noch easier. Und wir können natürlich hier noch geil looten. Ja, die Cordyceps, UV-Drogenpilze, Camilli. Irgendwer ruft mir nach Hilfe. Ist mir aber egal. Ja, Harz gönnen wir uns auch noch. Vogelhaus. Und den zweiten Bienenstock natürlich. V-Pilz, eine Waffe, Kamille, Mohn, wo ist Vogelhaus da oben? So, habe ich jetzt was vergessen? Nö.
Das heißt, da vorne. Okay. Hup, darüber, jawohl. Jetzt habe ich natürlich meine Markierung wieder verloren. Direkt links von mir, da. Wo das UV... Oh nee. Hier UV. Snack. Hier sind wir wieder hier in unserer Zockerstube. Von unserem guten Freund, der was nicht da ist. Ja, komm, koch mir doch was Geiles. Ach, die Tür mal offen lassen. Aber wir pennen jetzt erst. Wir pennen jetzt erstmal. Warum kann ich nicht pennen? Sicherheitsspieler Oh mein Gott, das ist kein Bett, oder? Einmal Legende. Ja. Nein. L. So. Das ist nur Sicherheitszone. Wir brauchen aber. Hier. Ausruhen. Das brauchen wir. Das ist hier nicht. Das ist da über uns. Oder wir wollen hier hin. Das ist überhaupt kein Ausruhen mehr in der Nähe. Hier oben wäre noch was. Aber scheiß drauf, dann gehen wir... Ach verdammt, ich muss ja gedrückt halten zum Markieren. Zack, da kriegen wir eine Level 2 Machete auch. Warte mal, ist es eine Level 2? Ja, ich bin ein bisschen lost, aber... Ja, ist eine Level 2 Mission. Level 2 ist natürlich ganz kacke. Das ist eine Level 1. Gehen wir da hin. Gehen wir da hin. Lalalala. So, kurz zum V gammeln und weiter. Verfluten, easy snack. Schaffen wir locker, oder? Jetzt gehen wir hier hoch. Jumpen hier rüber, schaffen es uns hier festzuhalten. Jawohl, und jetzt ab nach oben. Noch mehr Lavendel. Noch eine Waffe. Die V-Pinsel, was da hinter der Ecke sind. Die sind ganz wichtig. Ach ja, das Vogelhaus. Das vergesse ich immer wieder. So, jetzt haben wir es aber. Okay. 100 Meter noch bis zur Quest. 28 Meter haben wir wieder einen UV-Slot. Hier ist ein Safe Zone. Hier haben wir auch ein Bett. Hier könnten wir uns direkt auf Nacht, auf Tag wieder stellen. Ja, 5.26 Uhr. Sind eh gleich wieder Tag. Und die Quest ist. Ich bin lost. Hä? Wo ist die Quest hin? Wenn sie unterbrennt, leg ich einen Scheiben auf zwei Nacken. Pisst dein Kollege dir in den Helm? Nimm's ihm nicht übel. Er ist ein Schelm, denn lieber von Freunden angepisst als von dem V.
Feind geschlagen. Was Großes auf dich gefallen? Das ist nicht witzig. Der Schaden war echt. Bist der Kollege in den Schwierige. Okay, das war geil, das Lied. Ich bin eben totally lost. Ich tu kurz pennen. Nehm Tag. Krieg ein bisschen Bonus XP. Boah, Fertigkeitspunkt. Oh, das hört sich geil an. Parcours ist fertig. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf. Oh, das wird mir Quest noch wieder angezeigt. Okay, sehr schön. Fertigkeiten. Wir haben 1 von 3 so Dingern und wir können Parcours weiter ballern. Erhöhen Sie Ihr Tempo, während Sie sich durch die knifflige Hindernisse bewegen. Jo, das hört sich natürlich mega geil an. Habe ich 120 Ausdauer? Jo, habe ich. Ja, geil. Wegen dem Level-Up. Oder weiter Sprung. Nutzen Sie Hindernisse als Sprungbein und springen Sie weiter. Drücken Sie zum Ausführen LB, während Sie über ein Hindernis springen. Nee. Komm, hier einfach grundsätzlich einfach schneller durchparkouren. Und jetzt wird mir das Ding auch wieder angezeigt. Oh, fuck. Ich bin tot. Oh, Mann. Kacke. Ja, ja, aber gut, dass ich hier meinen Safe Point hab, dann kann ich hier direkt. Boah, wie kann ich so tilt. Trollen? Failen? Wie man es nennen will? Ja, respawn. Okay, warte mal. So. Da drüben mehr Müllsäcke, komm, da geht. Hopp, 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 hopp. Jawohl, da kommen wir jetzt drauf. Wir müssen auf die Karte schauen. Zack, verfolgt. Ich bin dumm. Da. Oben. Oh, das ist ein PK-Ding. 27 Schritte geradeaus, dann noch 16 Schritte, dann links rum, den 3 Infizierten ausweichen, 26 plus 82, 108 Schritte plus die Länge des Wohnzimmers, mal 2, weil ich zurückgegangen bin. Okay. Okay, Dude, was ist für die Rechnung? Verdammt, wegen dir bin ich rausgekommen. Und nochmal. Die Tasche ist da. 13 Schritte vom Eingang entfernt. 27. Warte. In dem Moment kamen 2 Infizierte angerannt. Verdammt. Ich werde sie nie wiederfinden. Was finden? Okay, das die ist die Idee von meinem Vater. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Ah ja. Die Zukunft der Menschheit? Mhm. Das sagt mein Vater. Stellan Borg. Professor der Kosmologie hier an der Universität. Hast du schon von ihm gehört? Nein. Er hat die berühmte Abhandlung Die Kosmologie der Virologie geschrieben. Echtes Next-Level-Denken. Und was ist auf der CD drauf? Keine Ahnung. Mein Vater hat sie in einem Rucksack gelassen. Eine Tasche. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht überall nachgesehen. Ah, aber du hast sie verloren. Ich war 13 Schritte von diesem Apartment, als 2 Infizierte reingeplatzt sind. Nein, warte. 3. Soll ich dir helfen? Würdest du? Weil ich könnte nicht mal. Ich meine, ich könnte es versuchen. Aber 3 Infizierte sind zu viel für mich. Die machen mich kalt. Ja, vermutlich. Und die Leute sind einfach lost. Also, mein Vorschlag. Die CD ist in der Tasche meines Vaters oder seinem Rucksack. Und die Tasche oder der Rucksack ist in unserem Apartment. 116 Bell Tower Road. Das ist westlich von Horseshoe. Nahe dem Meatpacking Square. Okay. Und vergiss nicht, das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, ob du diese CD findest oder nicht. Vater wird dich natürlich bezahlen, wenn du ihm die CD bringst. Er wartet vor der Kirche. Ach ja, der Vater lebt. Oh, und noch ein Tipp. Warte bis zur Dämmerung. Dann hauen sie ab. Da drin ist es ziemlich voll tagsüber. 5 in der Halle, dann 2 einen Stock höher. Nein,
3. Okay. Aber du bist lost, ich musste einfach reinplatzen, alles easy. Nacht vorspulen, bam, Gönnung. So, 5 Minuten 10 und wo müssen wir hin? Erstmal Tagebuch, der einzige Ausweg. Das hier, ach ne, Nebenquest. So, die ist schon angewählt, das finde ich geil. Du suchst eine dunkle Höhle nach der mysteriösen CD. Jo, kriegen wir hin. Einzige Ausweg ist Storyquest, Level 1. Moment, Storyquest Level 1 und ich habe Level 2 Quests hier schon rumstehen. Fury Critic ist auch Level 1, aber das bin ich einfach zu schlecht. Huh. Das machen wir. Wir müssen. Wo müssen wir hin? Das habe ich vergessen zu schauen. Karte. Nach da oben. Hier. Westlich von Horseshoe. Ist nicht weit. Einmal umdrehen. Und go. Und wir müssen uns verhängen. Okay, ich muss darüber zum Bus. Ja, irgendwelche Lappen meinen doch, dass sie rummaulen müssen nachts, wenn ganz viele Zombies unterwegs sind. Warum triggern die Lappen eigentlich keine Hand? So, diese random Lappen. Whoop. Oh, nice. So, einmal kurz das Ding hier auslooten. Ich meine, ich spiele auch schwer. Also gibt es hier theoretisch weniger Loot. Praktisch. Keine Ahnung, was weniger Loot heißen soll. Eventuell kriege ich es noch mit der Zeit. Aber grundsätzlich. Kamille. Waffe. War noch was. Da ist die Quest.